Der Fabian aus Niederösterreich hat mir seine Schaufel zum Testen geschickt und ich habe gleich eine weitere mitgebracht. Und wenn du wissen willst, was ich von diesen kleinen Teilen grundsätzlich halte und was sie können, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, der Fabian hat mir seine Schaufel zum Testen geschickt. Übrigens, wenn auch du mir Sachen schicken willst, findest du unten den Link, aber dazu später. Ja, er hat mir einen netten Brief geschrieben und ich soll die mal testen und ihm taugt diese Schaufel und man sieht, dass er sie auch schon gebraucht hat und finde ich nett. Dankeschön, Fabian. Da steht jetzt drauf Semptec und im Endeffekt gibt es diese Schaufeln von unterschiedlichsten Herstellern. Ich glaube, dass die aus denselben Werken kommen und immer was anderes draufdrückt wird, aber das macht nichts. Ist eine nette Tasche dabei, die anscheinend auch schon einmal gerissen ist, die hat er dann genäht und ja, das ist ganz einfach so. Bei dieser Schaufel taugt mir eines, und das muss ich gleich dazu sagen, es taugt mir eines, dass man sie sehr klein zusammenlegen kann, dass sie relativ leicht ist und dass du sie in unterschiedliche Stellungen bringen kannst, das sieht man auch gleich. Ich habe auch eine, das ist meine, das ist eine von SOG, obwohl ich bei SOG immer wieder die Angst habe, dass mir das um die Ohren fliegt. Warum? Ich habe mal ein Video gemacht mit der Eisenfichte, den Link gebe ich dir da, da habe ich eine SOG-Machete geschrottet, aber das an einer anderen Stelle. Sie schauen sich sehr ähnlich, gell? Sie schauen sich sehr ähnlich. Das Einzige, was bei dieser SOG noch dabei ist, ist hier eine Spitzhacke, das manchmal praktisch sein kann, aber sonst sehe ich relativ wenig Unterschied, außer dass da halt Semptec drauf drückt ist und bei dem anderen SOG. Gut, bleiben wir bei dir von Fabian, ja? Du kannst die Teile, die sind so bundeswehrmäßig, ja, du kannst das aufschrauben und kannst jetzt zum Beispiel diese Stellung hier einstellen. So, wenn du es kannst. Also, ja, musst du halt ein bisschen Zeit lassen. So, festgeschraubt und jetzt kann ich, und das ist dieser D-Griff ist auch sehr praktisch, kann man jetzt zu hacken, werde dann nachher auch gleich machen. Und das ist eine sehr, sehr praktische Sache. Da gibt es immer wieder gute Möglichkeiten, das einzusetzen. Also, das ist einmal top. Was ich schon sagen muss, das betrifft beides, bei der SOG genauso, dass wir hier normale Verschraubungen haben. Ja, was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kant. Und durch das Arbeiten werden die mit der Zeit locker. Ich kenne das ja, ich habe da ein paar andere, auch noch andere Hersteller, aber ich habe jetzt die SOG auf die Schnelle nur gefunden. Und das wird dann einfach locker, das muss man immer wieder nachziehen. Vielleicht gibt es deswegen diese lustigen Survival-Tools, gell? Wo Sechskant-Dinger eingefräst sind oder in Messer oder so. Da kommt man halt dann da nicht hin, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber lassen wir das. Wie auch immer. Ich sehe es auch hier jetzt schon her. Er hat da sicher schon einiges damit gearbeitet. Fabian, du hast da sicher schon gearbeitet damit. Das ist locker, schon her. Schau dir das an. Der Wahnsinn. Das ist ganz einfach so. Das heißt, die ist ein bisschen wartungsintensiv. Hier ist eine Säge, die werden wir dann auch nachher gleich ausprobieren. Sonst für Kleinigkeiten, also wenn ich jetzt zum Beispiel Wurzeln graben mag, Bärlauch ausgraben mag als Beispiel, oder Kaka war, ja, du warst Kaka und willst das Kaka nicht einfach so liegen lassen, sondern willst das eingraben, so wie man das tut, und auch das Wischpapier dazu eingraben, so wie das halt gehört, dann ist so eine Schaufel schon cool. Ich meine, könntest du das auch mit einem Stock machen, mit Hightech sozusagen, mit Steinzeit-Hightech, mit einem Stock, aber so geht das doch sehr viel einfacher und praktischer. Aber jetzt habe ich genug geredet, jetzt wollen wir mal graben, sägen, hacken und schauen, was sie kann. So, eines gleich vorweg an alle, die mir immer vorwerfen, und ich verstehe das auch, Arbeitssicherheit. Ich habe Crocs an, ich weiß, ich kann das aber dir nicht empfehlen. Und wenn du auch Crocs anhast und dir das da reinhackst, dann bist du selber schuld. Ja? Weil es auch immer wieder heißt, rein, du hast eine Vorbildwirkung, und das ist natürlich richtig. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ein Anhänger von Menschenverstand, Lernen durch Fehler und sonstige Dinge. Und wenn du, und das sage ich auch gleich dazu, keine Schuhe mit Stahlkappen hast, dann ist auch beim Hacken, also wenn ich einen normalen Turnschuh anhabe oder einen Outdoor-Schuh, meine Hike-Schuhe zum Beispiel, und ich hack mir mit der Hacke da rein, dann wird nicht viel Unterschied sein zwischen dem Croc und dem Hikes. Und wenn, dann brauchst du Sicherheitsschuhe. Ich habe mir sagen lassen, ich bin ja kein Holzfäller, dass die eigene Sicherheitsschuhe haben und Sicherheitsschürzen und so Geschichten. Und auch nicht mit den Turnschuhen herumlaufen. Also das wollte ich einfach dazu sagen, weil ich da immer wieder Kritik kriege und das ist auch total okay. Also ich habe meine Crocs, aber du musst natürlich darüber nachdenken, was du willst und ob du das auch willst. So! Ich habe mir den geschissensten
Boden ausgesucht, da sind ja lauter Steine, was ist denn da los erst? Das war die Realität. Und ich will mir da jetzt eine kleine Latrine graben, aber keine Sorge, das zeige ich da eh nicht. Also das Graben schon, aber das Befüllen nicht. Was man jetzt schon, was ich jetzt schon merke, das wird immer lockerer wieder. Ich habe es wirklich festgezogen, mache ich jetzt noch einmal. Jetzt sitzt es und jetzt hackt man noch rein. Geht aber ganz gut. Ich merke schon wieder, wird schon wieder locker. Aber klar, ich meine, die Teile kosten nicht allzu viel. Naja, so ist das halt. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, also wenn du magst, gebe da auch den Link zu mir in den Shop, billige Eigenwerbung natürlich. Da gibt es auch unterschiedlichste Schaufeln, die ich dir empfehlen kann, und schau dir das einmal an. So, dann kann man natürlich so graben, sehe ganz klar. Ja, was soll ich sagen? Sie tut einfach, was sie soll. Da unten wird es jetzt voll steinig. Ich habe wirklich den besten Platz ausgesucht, den man haben kann. Aber ist so, macht alles mit. So, die SOG ist genauso. Nur, da ist halt dann der Vorteil, dass man noch eine Spitzhacke dazu hat, die man hier mit einbringen kann. Durch das Verschrauben werden die Teile fest. Weil wenn du bei der Deutschen Bundeswehr warst, kennst du das? Wenn nicht, ja, dann schon. Wir werden auch nachher noch darüber reden, ob ich eine Schaufel für sinnvoll halte und in welchem Zusammenhang. Weil wenn ich lese, Backout-Bag, Schaufel, Spaten. Aber eine andere Geschichte. Da ist jetzt zum Beispiel so, dass ich den Boot, dass ich da viel tiefer natürlich reinschlagen kann und den Boden aufmachen kann. Dafür kann ich mit dem die Erde nicht so gut rausziehen. Das kann ich dann wieder mit den Spaten machen. Und das kannst du jetzt entweder immer wieder umstellen oder zwei mitnehmen, damit du einhaken kannst und mit dem dann graben. Gut, also das funktioniert einmal grundsätzlich. Nein, ich muss eh nicht kacken, daher mache ich jetzt gleich wieder zu. So. So, dass man fast nichts mehr sieht und fertig. Und jetzt gehen wir mal sägen und schauen uns das an. Ja, so ein Sägenersatz ist natürlich keine wirkliche echte Säge, das ist eh ganz klar. Aber natürlich auch besser als nichts. Ich nehme jetzt hier ein Haselstück. Spann das ein und säge jetzt schräg. Alter! Also ich habe heute noch was vor. Daher muss ich einen kleinen Trick machen. Ich drehe das Ganze jetzt wieder und mache mir eine Sollbruchstelle. Weil da wäre ich ja wahnsinnig. So, Scheiße! Das ist aber jetzt, das hat nichts mit SOG zu tun oder so, aber das ist Kerstzakra. Also natürlich ist es besser als nichts. Bis ich da durch bin, da bin ich 100 Jahre alt. Naja, ein bisschen übertrieben, aber 80 Jahre oder 90. Aber ich mache halt die alte Biber-Technik und säge von allen Seiten an. Drehe das immer wieder, kennst du eh sicher. Bilde mir damit eine Sollbruchstelle und so Gott will, bricht es genau an der Stelle jetzt durch, wo ich angesägt habe. So. Jo, eh. Was heißt das jetzt? Ich meine, solche Tricks lernst du bei mir im Survival Mentor Programm. Wieder stinkige Eigenwerbung, gehe ich da unten den Link. Schau dir das an, es ist so eine Art Jahresausbildung, wo ich dir, so, stelle ich jetzt einmal kurz um. Mit besserer Kameraführung natürlich. Jede Woche eine neue Lektion zum Thema Survival und Leben und Überleben in der Natur mitgebe. So, jetzt habe ich da gesägt und vorher war das Schaufelblatt irgendwie gerader. Es hat sich da alles jetzt irgendwie ein bisschen verzogen. Fabian, du hast mir deine Schaufel borgt und ich mache sie kaputt. Das tut mir leid, das ist keine Absicht, aber ich bin ja eh lieb zu ihr, ich habe ja gar nichts Böses getan, aber das ist jetzt voll schief. Alter Schwede. Ups. Naja gut, aber es ist so. Themenwechsel. Nein, Fabian, ich schicke dir meine SOG-Säge, meine SOG-Schaufel auch mit retour, weil das ist mir natürlich jetzt unangenehm. Das ist
Schau dir das an, total schief. Okay, das ist mal unangenehm. Also wenn du mir, also jetzt nicht Fabian, sondern du mir hinter dem Bildschirm Ausrüstung schicken magst, dann gebe ich da unten den Link, schau dir das ganz einfach an. Ja? Dort kriegst du dann alle Informationen und wenn ich es kaputt mache, dann stehe ich auch gerade dafür. Aber Wahnsinn. Na gut, wie auch immer. Jetzt zu der Schaufel grundsätzlich. Wo braucht man eine Schaufel? Ich meine, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich im Krieg bin und mir einen Schützengraben machen muss, dann ist eine Schaufel natürlich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Aber von dem gehe ich jetzt mal nicht aus. Das ist nicht meine Welt. Es gibt immer wieder Situationen, wo eine Schaufel sinnvoll ist. Das ist schon klar, weil ich damit sehr effizient Dinge tun kann. Wenn ich einen Stock mir jetzt nehme, einen Grabstock und damit grabe, das funktioniert. Das ist auch beim Pflanzen ausstechen, beim Wurzel ausstechen sehr gut möglich. Da gibt es, egal, wurscht, ja, das geht alles gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie eine Grube ausheben will, ja dann ist natürlich eine Schaufel eine super Sache. Ja, das ist ganz klar. Wenn ich eine Grube ausheben will zum Reinkacken, ich sag's jetzt so, dann reicht auch meistens der Stock. Also die Schaufel, so als Schaufel alleine, ist für mich nicht unbedingt eine absolute Notwendigkeit. Es ist natürlich cool, wenn ich sie dabei habe, aber eines muss ich schon sagen, wenn ich schon eine Schaufel mit habe, weil ich das zum Überleben brauche, dann soll es halt eine sein, die durch Sägen und durch ein bisschen Arbeiten nicht gleich aus dem Lot fällt. Also da dann auch ein bisschen auf Qualität setzen. Und jetzt komme ich gleich dazu. Aha, die Schraube da ist locker. Deswegen, ha, schau her, durch das Arbeiten, das was ich vorher gesagt habe, da die Schraube hat sich gelockert, deswegen pendelt das so hin und her. Also einen Gabelschlüssel mitnehmen, wenn du diese Schaufel auf diese wirklich tatsächlich setzen willst. Und genau das ist der Punkt. Deswegen, ich habe mal ein Video gemacht, ich gebe dir da den Link zu einer Schaufel, einem Spaten, wenn du draußen bist und wirklich dein, sagen wir das jetzt mal so, dein Leben davon abhängt, dann würde ich auf sowas setzen, weil die einfach nicht kaputt machbar sind. Und das hier, das ist einfach Ausmaß. Fabian, danke für das Testobjekt. Ich schicke es dir natürlich zurück, angeschraubt. Und ich lege da meine SOG-Schaufel auch gleich mit dabei, dazu. Als kleines Dankeschön dafür. Wenn du mir Ausrüstung schicken willst, findest du unten den Link, wie das Ganze funktioniert. Schauen wir ganz einfach einmal, ob das passt. Da sage ich danke dafür. Survival Mentor findest du unten, den Link selbstverständlich. Zu meinem Buch findest du auch den Link, wenn dich das interessiert. Und zu diesen Produkten hier, ja, ganz einfach. Daumen nach oben oder nach unten und einen Kommentar. Schreib mir ganz einfach, wie du das siehst. Ja, das wäre ganz einfach fein. Da sage ich danke dafür. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, Glocke drücken nicht vergessen, damit du auch immer die neuesten Videos bekommst. Aber andere Videos zu Wald schauen. Es war mir wieder ein Volksfest. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.